Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gebraucht aus verschiedenen Gründen, ihr habt es ja mitbekommen, aber mir geht es jetzt soweit wieder, glaube ich, ein bisschen besser und ich habe mir auch bewusst auch Zeit lassen wollen für, wie ihr im Titel gelesen habt, den Überblick mal, meine Zusammenfassung zum ja, MG4 Standard. Wir haben ja jetzt das Fahrzeug einige Zeit schon und 1500 Kilometer sind schon mal runter. Und ich glaube, es war auch eine gute Zeit, um einfach mal zu schauen, welche Vor-, aber auch nicht so vorteilige Dinge der MG4 Standard auch uns entsprechend bietet. Warum fragt ihr euch jetzt, mache ich vorm E208 eigentlich hier dieses Video? Warum mache ich hier den Anfang? Kann ich euch sagen, ich bin vor einigen Tagen, habe ich die Überführung für dieses Fahrzeug gehabt und ja, habe ein bisschen auch so eine Gegenüberstellung für mich gemacht und habe mir wirklich gedacht, war es vielleicht die richtige Entscheidung oder wäre vielleicht auch der E208 eine tolle Wahl gewesen. Also ein tolles Auto ist es auf jeden Fall, das kann ich schon mal bestätigen vorneweg. Aber wäre es jetzt besser oder schlechter gewesen, das wäre jetzt die Frage. Ich würde einfach mal euch zeigen, was mir persönlich jetzt mal aufgefallen ist in den letzten Tagen, Wochen oder auch in den letzten 1500 Kilometern, was mir da so aufgefallen ist, was ich gut fand, was ich weniger gut fand und auch ein paar technische Dinge. Ja, da komme ich natürlich auch natürlich drauf in diesem Video. Ich hoffe, euch wird es nach dem Intro jetzt Spaß machen und gefallen. Wenn ja, ja, bleibt einfach jetzt mal dran und entscheidet dann am Ende vom Video, ob es euch den Daumen wert war. Ich sag mal, bis gleich. Ja, hallo in diesem Video. Ja, wie ihr seht, der MG4 steht bereit. Ich nenne ihn ja Fantastic Four, weil es einfach so ein passender Kosename, glaube ich, ist. Weil, ja, eigentlich müsste man ja auch sagen, hat er ja viel auch Neues, Außergewöhnliches, was zum Beispiel das Design betrifft. Wir schauen uns das einfach mal an und ich möchte ein bisschen was zum Fahrzeug natürlich auch jetzt ein bisschen Revue passieren lassen. Wir sind jetzt schon, ja, circa 1500, ich glaube sogar mehr Kilometer jetzt schon gefahren, meine Frau und ich. Und ja, wir haben ein paar Dinge entdeckt, die natürlich ganz top sind und auch natürlich ein paar, die weniger top sind, eher schon wirklich flop. Aber das möchte ich euch jetzt halt in diesem Video auch mal zeigen, was mir an dem Fahrzeug aufgefallen ist, was wie gesagt wirklich pro und wirklich auch definitiv contra ist. So, dann fangen wir doch einfach mal jetzt nach der kurzen Rundumsicht mal an und schauen uns das Fahrzeug von außen an. Ja, wie ihr seht, das Design ist natürlich schon, ja, gar nicht gewöhnungsbedürftig, sondern sehr ansprechend, finde ich. Denn hier hat der Designer natürlich für diese Front, die Seitenführung und auch das Heck, also doch einiges an Arbeit geleistet. Ich finde es wirklich top. Also ich kann hier überhaupt nichts sagen. Designtechnisch hört ihr wahrscheinlich von den allerallerwenigsten, dass hier wirklich ja, wenig Probleme drin gesehen werden. Ich finde, es passt wirklich, die Seitenführung. Auch das Heck finden ja manche ein bisschen schwierig. Wir haben hier gar nicht diesen Doppelspoiler. Das sieht natürlich immer ein bisschen sportlicher aus, wenn hier oben noch was ist. Aber wir haben ja die Standard-Variante und natürlich wollte man hier auch nicht Betonung auf die Exklusivität oder die Sportlichkeit legen, sondern einfach so eine Grundoptik hier irgendwo schaffen. Und das ist auch hier, finde ich, sehr, sehr sportlich
geworden. Auch hier diese Heckspoiler-Thematik ist doch eigentlich auch ein sehr seltener Faktor bei vielen Fahrzeugen. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel mal ID.3 oder so gucken. Ich finde auch, es wurde ja schon der Vergleich gemacht zum Born von Cupra. Ich finde eigentlich auch wirklich hier, die Sportlichkeit kommt hier sehr gut raus. Was manche natürlich moniert haben, ist das Thema Räder. Wir haben hier Stahlräder mit Razzia-Blenden. Ich finde aber dieses Aero-Design gar nicht so verkehrt. Gerade schwarz hätte ich wahrscheinlich selbst auch genommen. Habe ich auch bei meinem Cicero damals genommen, weil ich es ein bisschen sportlicher finde. Und auch wenn ihr die 17 Zoll Leichtmetallfelgen habt, bei den zwei größeren Varianten, dann ist es auch so, dass ihr da auch eine Leichtmetallfelge mit einer Aero-Razzia-Blende oben drüber habt. Also das heißt, hier wird das ja genauso kaschiert. Ihr seht gar nichts von der Alu-Leichtmetallfelge. Und von der Seite habe ich mich da auch am allerwenigsten, glaube ich, dran gestört. Man kann auch mit Razzia-Blenden übrigens relativ viele peppige Designs schaffen. Und ja, wem das nicht gefällt, muss derjenige halt auch abwarten noch ein bisschen. Und dann wird sicherlich natürlich noch Varianten geben, vielleicht Räder, Razzia-Blenden entsprechend, die vielleicht besser passen. Ich bin da ganz zufrieden. Wie gesagt, wir wollen eigentlich ein Budgetauto, haben doch ein schickes Fahrzeug bekommen. Gerade hier, wie gesagt, vorne die Front, das finde ich ganz toll. Dieses Abgesetzte hier, das findet man auch auf den allerwenigsten Fahrzeugen. Hier unten der Spoiler, der richtig gut rauskommt. Ja, und auch hinten, wie gesagt, ist auch ein Diffusor nochmal drin. Das kenne ich jetzt so auch vom Peugeot. Das sehen wir hier zum Beispiel, ne? Auch ganz gut farblich abgestimmt mit diesem anthrazitfarbenen Ton. Hier ein schwarzer Kunststoff und dann wieder der Fahrzeuglack. Also rundum von der Optik muss ich wirklich also sagen, ich bin hier gar nicht abgeneigt gewesen. Denn ich wollte ja eigentlich auch was Sportliches und auch der Peugeot, der E208, hätte mir ja ganz gut gefallen. Aber natürlich war es ja uns auch wichtig, nicht nur ein kleines, sondern auch ein größeres Fahrzeug zu bekommen mit ein bisschen mehr Platz wie in so einem Kompaktfahrzeug und gar nicht natürlich wie in einem Kleinstfahrzeug. Es stand ja auch der 500e auch mal kurz im Raum. Aber wir haben uns ja dann entschieden, wir wollen ja auch mal lange Strecken fahren. Und deswegen schauen wir uns das Fahrzeug jetzt einfach mal vom Innenraumkonzept an. Denn da merken wir schnell, da haben wir doch deutlich mehr Platz wie in einem E208. Ja, hierzu würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Wir haben jetzt gerade unser Wochenendeinkauf für die nächste Woche. Ist da hoffentlich alles drin. Seht ihr ja, ist alles schön verteilt. Gut, der Boden, da ist jetzt nichts mehr groß unten drunter. Aber ich denke, auch wenn man jetzt einen Koffer rein oder mehrere Koffer, drei Koffer so mal reinladen würde, das würde auf jeden Fall gehen. Und hoffen wir natürlich auch, dass das für die erste Urlaubsfahrt klappt. Ja, und so sieht es dann aus, wenn gar nichts drin ist, wie gesagt. Ihr habt nicht viel Platz, aber also unten drunter, unter der Ablage, das eine kann man nicht rausmachen. Hier ist noch ein Reifenreparaturkit. Gut, den Einsatz könnt ihr vielleicht rausmachen. Aber ansonsten, ja, das ist der Platz dann unbeladen. Und ich sage also, zwei, drei Koffer kriegt man da, denke ich mal, schon gut rein. Also gerade für uns zu dritt. Und ein bisschen Stauraum hat man dann noch bis oben, bis zur Hutablage. Die kann man ja rausmachen. Also ich denke, das reicht auf jeden Fall. Ja, und wenn er natürlich mehr Platz braucht, dann könnt ihr natürlich auch logischerweise die geteilte Rücksitzbank umlegen, also ein Drittel, zwei Drittel. Ja, und dann habt ihr natürlich richtig Platz. Ihr könnt natürlich hier noch eine Einlage vielleicht noch reinmachen, dann habt ihr ganz eben, also ich finde es sehr gut gefaltet, sehr flach, finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Und da merkt man, da hat man schon ein richtiges Raumwunder sogar. Dann schauen wir mal in den hinteren Bereich rein. Ich mache mal hier die Tür auf. Die Tür geht übrigens sehr weit hinten auf. Das heißt, man kann gut ein- und aussteigen. So, und jetzt schauen wir mal da rein. Hier sehen wir die hintere Sitzbank. Die Sitzbank ist eigentlich sehr schön gemacht. Also wie gesagt, Standard heißt ja immer Basisversion. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es auch ganz toll mit den blauen Nähten. Hier überall wirkt also wirklich gar nicht so billig, wenn man im ersten Moment denkt. Hier drunter unter dem Flat findet ihr die Punkte
fürs Isofix. Das heißt, es ist hier sehr schön gemacht. Da fällt dann auch nichts rein. Ich kenne ja das Ganze, gerade vom Saubermachen mit den Krümeln. Klar, hier können Krümel halt reinfallen. Ihr habt einen 3-Punkt Gurtbefestigung, falls doch mal jemand in der Mitte mitfahren möchte oder muss. Keine Kopfstütze natürlich, ist aber auch gut dann für die hintere Sicht. Die sind auch übrigens nicht ganz versenkbar, sondern die sind schon ein bisschen größer, aber auch gut geschäumt. Gerade für zwei Erwachsene auf der Rücksitzbank ist das schon mal eine tolle Sache. Die Sitze sind beide jetzt auf meine Körpergröße. Ich bin 1,82 eingestellt. Seht, da drüben hängt noch ganz bequem an einem Haken meine Jacke, wenn ich mal schnell raus muss bei der Arbeit oder unterwegs bin. Und der Boden wirkt jetzt hier auch relativ eben. Ich sag jetzt mal, wir haben hier relativ gut Platz. Das wirkt jetzt auch ein bisschen eng im ersten Moment wie in einem Model 3. Aber ich lang jetzt auch gerade mal hier drunter. Also ihr habt hier noch ja, eine Handbreit. Habt ihr hier unten auf jeden Fall. Das ist nur hier sehr schön dekoriert entsprechend. Und ja, hier ist noch ein kleines Ablagefach. Hier haben wir noch ein USB-Anschluss entsprechend wie vorne auch fürs Laden, falls mal jemand hinten sein Smartphone oder Gerät laden möchte. So, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, der Boden ist relativ eben. Ich habe ja speziell auch die Fußmatte ja, auf das Fahrzeug fertigen lassen. Übrigens die Firma Rubin Matten bei uns in der Nähe, der kleine Ort heißt Binau, die macht diese Matten, wenn ihr da Interesse habt. Die haben auf jeden Fall das neue Profil schon. Nur vorne die Befestigung von den vorderen Matten, also auf der Fahrerseite, wo noch Befestigung ist. Das haben die hier sehr schön reingemacht, individuell für mich. Und wenn ihr da was braucht, mich einfach ansprechen. So, das Gleiche machen wir natürlich auf der Beifahrerseite jetzt mal vorne. Also wie gesagt, auch auf meine Größe eingestellt mit 1,82. Das heißt, da könnt ihr euch schön die Beine schön ausstrecken. Auch hier die Sitze, gleiches Muster. Haben hier übrigens einen sehr, sehr guten Seitenhalt. Also auch, ja, obwohl es ein Standardsitz eigentlich ist, muss man sagen, sehr sportiv gemacht auch. Ihr sitzt in einem recht breiten Sitz, einer breiten Sitzfläche mit guter Flankierung drin. Ist alles aber auch trotzdem sehr weich, also das drückt jetzt nicht irgendwo in die Lenden oder an den Schenkeln entsprechend. Wirkt auch alles sehr aufgeräumt von der Fläche. Ja, wie gesagt, Matten, einfach mich ansprechen. Ja, hier vorne sind Lautsprecher drin, es sind auch nochmal zwei Hochtöner hier vorne, also vier Lautsprecher sind auf jeden Fall in der Standard drin. Übrigens hinten leider, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine. Und ich halte jetzt mal hier rein. Hier seht ihr das Cockpit. Ist alles sehr clean und aufgeräumt. Hier allerdings auch die Piano-Lack-Optik. Auch hier. Klar, da kommen auch dann Fingerabdrücke dann mit der Zeit drauf. Das müsste man immer mal wieder abwischen, den Staub wegmachen. Hier sind die Luftdüsen hier in der Mitte. Und die äußeren hier, die kann man durchs Verschieben hoch und runter oder durch ganz nach links und rechts zu schieben, dann auch verschließen. Bevor wir zur Mittelkonsole kommen, hier das vordere Fach hier oder Handschuhfach auch oft ja noch genannt. Nur klar ist es mehr wie Handschuhe, passt da nicht rein. Klar, eine Flasche könnt ihr reinlegen, Ladekarten oder auch mal ja, die Service-Mappe. Die habe ich hier an der Seite drin, hinter der Weste. Das ist einfach so eine kleine Weste. Übrigens, Service ist hier noch aktuell. Mit einem Stempelheft, soll aber auch eine digitale Variante kommen. Ja, ansonsten auch hier an der Seite, hinten wie vorne, haben wir hier viel schöne Elemente gemacht. Auch hier Design hat sehr viel, also das Design-Team hat hier sehr viel wirklich Positives gemacht. Wirkt also wirklich hochwertig, ist auch ein richtig massiver, fester Griff. Und ja, also wie gesagt, von den Materialien hier kann man gar nichts sagen. Tolle Anmutung. Eine Mittelarmlehne, die ist nicht so weit hinten, nicht so weit vorne. Also für mich passt sie auch wunderbar, weil das kann auch mal stören. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit. Ihr könnt zum einen, hier ist auch das Initialisierungsfeld, wenn mal die Batterie leer ist, vom Schlüssel ganz unten drin reingemacht. Und hier habt ihr im Standard halt auch noch ein bisschen Verstauraum. Ich mache meistens hier noch eine Fernbedienung für die Garagentore oder halt auch die Ladekarten hier rein. Hier habt ihr nochmal, seht ihr jetzt ein bisschen unaufgeräumt, noch ein kleines Versteck, auch im Standard. Schön gemacht mit einer kleinen Zuziehhilfe. Hier vorne natürlich Getränkehalter und hier unter der hängenden oder
hängenden Konsole, der mittleren, seht ihr im mittleren Bereich hier die Anschlussbuchse für externe Geräte, 12 Volt, ein USB-C Ladeanschluss, also nur zum Laden, und einmal der Datenanschluss mit auch nochmal dem normalen USB-Anschluss, dem großen. Ja, einfach um das Telefon, hier oben könnt ihr das dann ablegen, zu verbinden. Ich bin noch dran, hier rauszukriegen, ihr könnt diese Matte durchdrücken, hier ist noch so ein kleiner Schacht, wie ich das am saubersten und geschicktesten löse. Ich habe hier schon mal auch einen abgewinkelten USB-C-Anschluss nochmal zwar geholt, aber das passt leider nicht noch ganz so perfekt. Ansonsten kann man es hier drauflegen, ist kein induktives Ladefeld, ja, und viele fragen sich manchmal, warum ist es hier so in der Mitte, wenn da der Beifahrer irgendwie zieht oder irgendwas macht. Das ist mit Absicht, weil wenn der Fahrer mal nicht mehr ansprechbar ist, dann muss man auch die Handbremse auch von der Beifahrerseite ziehen können. Das geht auch übrigens, haben wir schon probiert. Also natürlich soll man das nicht so oft machen, damit nichts kaputt geht an der Bremse oder nichts irgendwie ein Unfall passiert. Aber bei mäßiger Geschwindigkeit, wenn er da zieht, die geht auf jeden Fall an. Ja, und jetzt gehen wir noch auf die Fahrerseite. So, als nächstes gehen wir natürlich ins Fahrzeuginnere. Hierzu können wir natürlich erst öffnen, wenn wir hier die Taste gedrückt haben, denn das Fahrzeug ist ein Keyless-System. So, dann setzen wir uns rein und hier vorne, seht ihr schon, geht das vordere Display an, auch das mittlere Display geht hier an. Da kommen wir gleich dazu nochmal. Und ja, dann können wir im Prinzip loslegen und starten. Hier vorne haben wir Bedienelemente am Lenkrad, ja, Hebel entsprechend für Lichtfunktion, Wischerfunktion und so weiter. Vorne haben wir das Infoterminal, wie gesagt hier das Infotainment-Display. Hier können wir auch die eine oder andere Einstellung dann vornehmen. Hier haben wir eine Mittelkonsole, hier können wir dann zum Beispiel, sehen wir hier den Gangwallhebel und wie gesagt die Bremse. Hier unten sind noch die Anschlüsse. Wie gesagt, da habe ich jetzt selber ein Kabel gemacht. Nutze ein Kabel, das führe ich hier außen rum. Hier kann man anscheinend auch durchgehen, aber es ist ein bisschen ungeschickt gemacht, weil hier unter der Matte ist zwar eine breite Durchführung für die Stecker, aber ich schaue jetzt mal, ich lege hier immer außen das Kabel rum. Ja, und ansonsten im Innenraum kann ich nur noch sagen, dass ich nicht vergesse, hier oben, wenn ihr genau schaut, sind keine Haltegriffe. Warum, weiß ich nicht. Meine Frau hat mich schon ein paar Mal gefragt, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass hier keine Haltegriffe sind bei so einem neuen Fahrzeug. So, was machen wir jetzt zum Starten? Dreh nochmal die Kamera. Also, ihr tretet kurz auf die Bremse hier dann drauf. Manchmal dauert es ein paar Sekunden, bis alles wirklich ready ist. Hier vorne steht auch ready dann. Und dann könnt ihr den Gangwahlhebel einfach auf D setzen. Einmal hier das Rad drehen und dann könnt ihr auch mit D fahren. D bedeutet zwar Drive, aber hier vorne ist eine kleine Anzeige für die Rekuperationsstufe. Sage ich gleich auch noch was. Und wenn ihr rückwärts fahren wollt, einfach den Regler hier nach links drehen. Zwischendrin habt ihr natürlich neutral für den Leerlauf. Dann erscheint hier eine Anzeige und das können wir uns mal anschauen. Hier im Außenspiegel seht ihr, da ist hinten eine kleine Laterne. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht drauf fahren. Und fahren ein bisschen zurück. Natürlich immer auch ein bisschen in den Spiegel schauen. Und dann irgendwann kommen die Sensoren und zeigen euch an, wenn es rot wird. Jetzt solltet ihr nicht mehr weiterfahren. Gehen wir noch ein bisschen zurück und gucken uns das dann an. Genau, jetzt ist es rot. Schauen wir uns das dann an, wie weit wir hier gekommen sind an die Laterne. So, und so weit sind wir jetzt schon zurückgefahren. Das heißt, ihr könnt also gut noch vorbeilaufen, auch wenn das Ganze hier rot an den Sensoren, die hier an der Stoßstange verbaut sind, drankommt. Hier sehen wir übrigens auch die dieses stylische Licht hier mit diesem Element. Finde ich eine ganz tolle Optik auf jeden Fall. So, jetzt wieder zurück im Innenraum, würde ich sagen, schnallen wir uns an und dann fahren wir eine Runde. Ich erzähle euch ein bisschen was so zu den Fahreigenschaften noch und ja, vielleicht auch vorne noch zum Infotainment. Da habe ich auch noch das eine oder andere Wörtchen zu verlieren, glaube ich. Schauen uns das mal an. So, wir fahren hier einfach mal eine Landstraße
Hier vorne seht ihr im Display, habt ihr die Anzeige und es wird hier auch über das Fahrzeug eine Fahrassistenz schon signalisiert. Das heißt, hier werden ab und zu auch Autos dargestellt, LKWs oder Fußgänger bzw. eher Fahrradfahrer werden hier symbolisiert, Geschwindigkeit und dann habt ihr noch so ein paar Anzeigewerte, die ihr über die Tasten hier verändern könnt. Wenn ihr zum Beispiel verschiedene Helligkeiten zum Beispiel einstellen, den Service sehen oder auch Reifendruckkontrolle, habt ihr hier eine Anzeige bzw. die 12 Volt Batterie wird hier angezeigt. Hier 13,9 Volt passt eigentlich und ab und zu könnt ihr hier auch die Verbrauchswerte halt über diesen Tripcomputer anzeigen. Das geht hier ja auch noch, also da ist man auch nicht, wenn man das nicht komplett fixiert macht, auch so abgelenkt, eher vielleicht an anderer Stelle. Tja, denn, ich zeige euch das jetzt lieber im Stand natürlich, wenn wir hier mal uns das mit dem Infotainment-Display anschauen, wir haben zwar verschiedene Tasten und also gewohnheitsmäßig natürlich auch Schalter hinter dem Lenkrad, aber hier sind zum Beispiel auch Dinge wie zum Beispiel das, die Nebelschlussleuchte hier oben versteckt, ne? Da habe ich am Anfang auch ein bisschen gebraucht und ich habe ja schon einiges gesehen. Was natürlich gut ist, hier unten drunter sind Schnelltasten, einmal für laut, leise. Die Home-Funktion, gerade wenn man jetzt im Android Auto ist, dass man hier auf diesen Home-Bildschirm kommt, der hat hier diese zwei Einstellungen und auch Tasten zum Beispiel für die Schnellbelüftung, beziehungsweise auch, dass man das Gebläse ein- und ausschalten kann und natürlich logischerweise die Warnblinkanlage. Aber das ist doch schon ganz schön tricky. Ihr habt ein sehr umfangreiches Infotainment und über Fahrzeug könnt ihr dann verschiedene Einstellungen dann hier vornehmen. Aber erzähle ich euch gleich noch was drüber. Wir schauen uns das auch mal mit der Fahrdynamik an und schauen mal, wie sportlich das Fahrzeug auch ist, so während dem Fahrbetrieb. So, jetzt würde ich sagen, sind wir bereit und wir schalten mal in den Sportmodus. Dann können wir hier auch im Bereich Fahren einschalten und beschleunigen jetzt mal durch. So, das Auto soll knapp unter 8 Sekunden von 0 auf 100 brauchen, aber ich glaube, wird ein bisschen drüber liegen. Also von der Seite, ja, macht schon Spaß, auf jeden Fall, Drehmoment ist dabei. Aber ob wir wirklich unter 8 Sekunden sind, ja, müsst ihr selbst mal nachzählen. Ja, das Auto hat schon eine sehr gute Dynamik so vom Fahren. Und also das merkt man auch so auf der Straße, 5-Lenker-System hinten auf der Achse. Und auch so fahrwerkstechnisch, der Motor, die Motorleistung macht schon recht viel Spaß. Und es ist halt ein Heckantrieb, das merkt man natürlich auch und also es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Fahren, da kann ich auch von der Seite nichts Negatives sagen. So, das Gute ist, bei einem Fahrzeug wie hier jetzt, es ist schon dunkel und ja, wenn man da losfährt, ich bin hier auf einer Landstraße und ihr habt es gerade vielleicht gesehen am Display und auch vorne, wenn ich jetzt hier ein bisschen hochhalte, ist mit den LED-Scheinwerfern und dem Fernlichtassistent, wenn das hier eingestellt ist im Menü, habt ihr eine Unterstützung, eine Assistenz, die euch das hier einschaltet, wenn ihr fahrt. Und das funktioniert eigentlich zu 60-70% gut, aber zu 30-40% oftmals auch nicht. Und das ist halt ein Nachteil. Ihr seht es hier zum Beispiel, erkennt ihr an den Reflektoren, dass irgendwas ist, aber nicht was. Und denkt wahrscheinlich, das sind Scheinwerfer und schaltet das dann aus. Hier vorne kommt jetzt ein Fahrzeug uns entgegen und er schaltet es zwar wieder runter, das Fernlicht schaltet er aus, jetzt wieder an. Wie gesagt, das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut, aber in vielen Fällen leider auch nicht. Und ich finde, das ist halt auch ein sehr helles Licht. Die Abblendlichtgrenze ist auch sehr hoch. Oftmals stelle ich die sogar auf 1, weil ich einfach befürchte, dass der vor mir fahrende oder auch entgegenkommende geblendet wird. Und hier sind zum Beispiel noch ein paar Häuser zum Aussiedlerhof. Auch hier könnte es vielleicht jetzt abblenden, aber ja, das sind jetzt auch ein paar Schwächen natürlich oder ein Flop, wo ich sage, hier sollte auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet werden.
bin, das Fahrzeug läuft und ich habe jetzt zwar den Halteassistent eingeschalten, aber was ich ganz toll finde, ist, dass die Fahrassistenz, wenn ihr um eine Kurve fahrt, automatisch die Geschwindigkeit ein bisschen reduziert und erst dann, wenn ihr dann rausfahrt, wieder auch beschleunigt. Das kann natürlich empfindungsgemäß oder auch von der Situation ein bisschen unpraktisch sein. Dann könnt ihr natürlich selbst wieder beschleunigen, wie immer. Ich kann jetzt hier auch beschleunigen oder auch das Ganze unterbrechen mit der, mit dem Druck auf die Bremse. Aber wollte hier euch das nur noch mal zeigen, wie das wirkt entsprechend. Also das heißt, wenn man hier eine Kurve durchfährt, ist es halt nicht so, dass das jetzt irgendwie durch die Fahrassistenz hier irgendwo gekoppelt ist, wie ähnlich wie bei VW jetzt mit dem ID.3 als Beispiel, sondern das Fahrzeug reduziert einfach nur die Geschwindigkeit und das kann natürlich mal gut, mal weniger gut sein in der Situation. Ihr könnt natürlich jederzeit mit Bremsen oder Beschleunigen auf das System einwirken. So, hier ist gerade ein ruhiger Straßenabschnitt und ich wollte euch mal das zeigen. Hier vorne habt ihr ja die Fahrassistenz mit der auch Spurhalteführung. Die geht immer an. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Kritikpunkt von vielen, auch von mir. Und wenn ich da unterwegs bin und komme einfach ein bisschen zu weit nach rechts oder links, dann haben wir gleich das Problem, dass dann dieser Spurhalteassistent, egal wie schnell er fährt, auch bei hohen Geschwindigkeiten natürlich, zu nah an die erkannten Streifen kommt, vor allen Dingen jetzt gerade. Es ist auch nass, ihr seht es draußen an der Scheibe, haben wir auch das Problem, dass dann immer durch Spurrinnen, dann also durch vorausfahrende Fahrzeuge, immer irgendwas erkannt wird. Und das heißt, das ist sehr, sehr störend auf jeden Fall. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Ihr hört schon den lauten Ton von der Blinkanlage. War ein bisschen für mich so wie so eine kleine Uhr, so dieses Klacken. Aber mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, eher an andere Dinge vom Infotainment aus, von der Bedienung, da haben wir uns noch nicht ganz so dran gewöhnt, glaube ich. Und also ich und meine Frau, und da möchte ich jetzt gleich im Stand nochmal drauf kommen. Das zeige ich euch einfach mal ein bisschen was vom Infotainment jetzt. Und wo ich auch vielleicht ein paar, nicht nur Tops, sondern auch Flops sehe. So, besser erklären kann ich es wahrscheinlich doch hier im Stand. Ich schließe mal trotzdem nochmal die Tür, obwohl wir hier in der Garage sind. Denn zum Thema Laden komme ich gleich. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal hier im Stand in der Garage auch das Thema Infotainment. Und ich drehe nochmal kurz die Kamera, dass er mal nach vorne schaut. Genau, weil mich wollt ihr ja nicht sehen, sondern das Fahrzeug. Ihr seht hier das Lenkrad, ihr habt hier Bedienelemente. Ich denke, das ist ja bei jedem Fahrzeug relativ ähnlich, dass man hier auch eine Steuerung entsprechend und Bedienelemente verteilt im Fahrzeug. Bei manchen Fahrzeugherstellern habt ihr relativ viel im Infotainment-Display. Das ist auch hier tatsächlich der Fall. Es gibt allerdings auch Schnelltasten, wie es bei manchen Herstellern ja auch schon angeboten wird. Hier haben wir halt noch Bedienelemente am Lenkrad zum Beispiel, aber auch einstellbare, Favoritenfunktionen hier für diese beiden Tasten mit den Sternen. Das könnt ihr dann halt hier einstellen. Das sind im Prinzip nur zwei Funktionen, links und rechts dann entsprechend. Hier hinten haben wir den Lichthebel, beziehungsweise ihr könnt hier auch eine Lichtautomatik ein- oder ausschalten. Das heißt, Lichtautomatik komme ich gleich im Infotainment bei den Einstellungen nochmal dazu. Freisprecheinrichtungen, Telefonieren und so weiter. Ihr könnt rechts mehr Audio oder die Einstellverstellungen vornehmen und links dann entsprechend für die Fahrassistenz, zum Beispiel den Abstand oder das Geschwindigkeiten ein- und ausschalten. Hier nochmal die Assistenztaste. Ansonsten einstellbare Spiegel, die sind elektrisch beheizbar. Hier im mittleren Bereich habt ihr nämlich auch die Schnelltasten. Einmal fürs Gebläse. Hier könnt ihr also auch die Lüftung, wenn ihr sie jetzt wirklich gar nicht braucht, ein- oder ausschalten. Das könnt ihr hier machen. Ihr seht hier auch nochmal einen Bereich, wo man hier sieht. Hier kann ich auch nochmal die Einstellung vornehmen. Dann haben wir die Schnelltasten hier für die Frontscheibenbelüftung bzw. für die Heckscheiben und Außenspiegelbeheizung.
und auch eine Home-Taste, dass er hier in dieses mittlere System wieder reinkommt, also in diesen Home-Bereich hier mit den groben Funktionen, die wichtigsten Funktionen hier nochmal alle im Überblick und laut leise natürlich, sowie die Warnblinkanlage. Tricky ist natürlich durch die Bedienung übers Infotainment immer, dass bestimmte Funktionen versteckt sind. Hier haben wir zum Beispiel die Nebelschlussleuchte, die wäre jetzt erst da angeschaltet. Das heißt, hier seht ihr das dann vorne und müsst sie auch wieder ausschalten. Ist ja natürlich versteckt, das heißt, ich habe hier keine Taste und ja, muss hier erstmal suchen und gucken, dass ich hier auch, wenn es wackelt, dass ich da auch drauf komme. Auch hier bei der Klimatisierung, manchmal funktioniert das wirklich wunderbar. Ich schalte hier was ein und wenn ich dann plötzlich die Temperatur hier verstelle, dann läuft das hier hoch und runter. Also hier sind auch oftmals Systemfehler, kleine Bugs, glaube ich noch. Das heißt, das System hängt auch manchmal. Und das Gleiche, ich kann ja die Musik stumm machen, indem ich hier auf Play oder Pause dann die Taste hier zu sehen drück. Momentan haben wir jetzt nichts, aber auch beim Radio, ich kann hier nicht so wie bei manchen einfach die Doppeltastenbelegung dann drücken. Ja, habe auch im Handbuch geschaut, aber ich kann hier relativ schlecht das Ganze, finde ich, bedienen, wenn ich hier erstmal auf die Home-Funktion gehen muss oder wenn ich halt in Android Auto oder hier dann angezeigt einen Medientitel dann laufen habe. Auch hier muss ich dann auf Pause dann im Prinzip dann drücken. Wir haben hier nochmal die Android Auto bzw. Apple CarPlay Funktion, das heißt, hier wechselt man drauf. Und hier haben wir nochmal das Energiemanagement, da kommen wir auch gleich drauf. Hier gehen wir nochmal in die einzelnen Menüpunkte. Video habt ihr zum Beispiel, Fahrzeugeinstellungen und Radio, Systemeinstellungen sowie Energiemanagement. Telefon und Bedienungsanleitung ist ja auch ganz wichtig, weil ihr könnt sie nur hier oder in der App finden. Auch hier an der Seite habt ihr auch nochmal Schnellfunktionen, wenn hier in der Mitte was belegt ist. Ihr könnt es auch hier runterziehen, den Bildschirm einmal komplett ausschalten, dann seid ihr natürlich gar nicht abgelenkt während der Fahrt. Oder verschiedene andere Funktionen wie Bluetooth ein- oder ausschalten. Hier auch nochmal die Nebelschlussleuchte, die Türverriegelung, ESP ein-ausschalten. Und Laut-Leise-Regelungen. Bei den größeren Varianten habt ihr hier natürlich noch ein paar Funktionen mehr. So, schauen wir uns das Energiemanagement an. Zum Thema Laden bringe ich euch auch noch gleich hier von der Garage startend nochmal was. Ihr habt hier ganz toll im Bereich des Energiemanagements habt ihr eine Möglichkeit, ihr könnt die Batterieerwärmung, also das heißt der LFP-Akku, ist ja bei kalten Temperaturen nicht gerade das leistungsfähige. Die leistungsfähige Chemie, sagt man. Aber deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man hier ein intelligentes Aufwärmen der Batterie, gerade bei niedrigen Temperaturen, wird es nicht nur vorgeschlagen, sondern kann man hier dann automatisch laufen lassen, einschalten oder auch hier kann man entladen, das heißt Vehicle to Load, also V2L. Komme ich vielleicht nochmal im separaten Video drauf. Auch hier kann man das einschalten und ja, festlegen, bis wie viel entladen werden kann. Und auch die Entladestärke sehen. Hier natürlich haben wir die Möglichkeit, ihr könnt auch sehen, wie geladen wird. Seid ihr im normalen Batterieladezustandsmodus bis 80% oder möchte auf Langstreckenmodus hier entsprechend noch komplett zwischen 80 und 100% durchladen. Ihr seht die Ladeleistung und hier könnt ihr noch ein paar Dinge entsprechend sehen oder einstellen. Verriegelung der ja, Steckers hinten bzw. den Ladestrom könnt ihr einstellen, wobei viel runter müsst ihr da wahrscheinlich nicht stellen. Wie gesagt, komme ich ja gleich im nächsten Schritt dazu. Ansonsten, was auch ganz interessant und wichtig ist, vielleicht noch wenigstens zu erwähnen, sind hier die Registerkarten im Bereich ja, der Fahrzeugeinstellung. Ihr habt hier die Möglichkeit, ihr könnt verschiedene Fahrmodis einstellen, aber auch nur hier. Also hier gibt es nicht wie bei Peugeot eine Taste zum Verstellen, sondern das muss man auch hier machen. Hier kann man speziell auf das Thema Traktion bzw. der Rekuperation, dass die nicht so stark ist, hier auf Schnee gehen. Ihr könnt Eco fahren, dann wird auch die Heizung entsprechend verstellt, die Rekuperation wird erhöht. Ihr könnt einfach durchschnittlich normal fahren. Das wechselt übrigens hier auch in der Anzeige hier unten immer. Und ihr könnt auch auf Sport gehen. Hier werden auch die
ja, das Ansprechverhalten über das Bremspedal beziehungsweise auch die Leistungsstärke noch ein bisschen straffer gemacht. Das Lenkverhalten ist auch ein bisschen anders da. Ihr könnt das aber auch alles, wie ihr wollt, in jeder Variante euch einstellen. Zum Beispiel hier den Antrieb, die Lenkung oder auch das Bremsverhalten bezüglich der Regeneration könnt ihr dann entsprechend euch einschalten, wie ihr das wollt, benutzerdefiniert. Ansonsten die Regeneration habt ihr hier, also sprich die Rekuperation, auch wie beim Smart, den ich ja übergangsweise hatte, auch ganz praktisch hier eine adaptive Funktion. Das heißt, dass halt auch mit dem vorderen Abstand entsprechend immer ein bisschen gespielt werden kann. Ist da ein bisschen mehr Platz, kann man auch mehr gleiten fahren. Ist da weniger Platz, wird die Rekuperation automatisch ein bisschen höher gestellt. Ansonsten, ich fahre gern mit hoch. Kann ja jeder ein bisschen gucken, wer es halt eher rollend haben möchte. Gerade für die hohe Geschwindigkeit geht halt auf niedrig dann. Und hier wird entweder manuell nochmal der Energiesparmodus eingeschaltet oder wenn das System merkt, ihr fallt unter 10%, auch dann könnt ihr das hier einstellen. Was ganz wichtig ist für mich und auch meine Frau, haben wir schon gemerkt, ist hier der MG Pilot Bereich. Denn der MG Pilot soll ja eigentlich Sicherheit bringen. Wir haben eigentlich gemerkt, dass es mehr Unsicherheit eigentlich für uns gebracht hat. Das ist schon auch großer Kritikpunkt, denn zum einmal der Traffic Jam Assistant, der wird hier symbolisiert durch ein Lenkrad, wenn ich das hier einschalten würde. Und wir gehen meistens, also ich auf jeden Fall, auf ACC, das heißt ein adaptiver Tempomat, der hält auch wirklich bis in den Stand an. Wenn ich den Traffic Jam Assistant mache, der lenkt dann auch immer wieder mal mit. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzermodus kommt sehr, sehr selten vor und ganz ausschalten tun wir es jetzt eigentlich nicht. Aber was wirklich auch nervt, ist, jedes Mal muss man den Spurhalteassistent ausschalten, denn klar, man kann ihn anlassen, aber es ist kein reiner Spurverlassenswarner, der hier auch abgestimmt von niedrig bis hoch, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch einfach das symbolisch hier anzeigen lassen im vorderen Display und die akustische und Vibrationswarnung ausschalten. Es ist auch, hier steht noch Abfahrassistent, wirklich so, dass ein Lenkrad-Eingriff total störend ist und deswegen schalten wir das meistens wie hier. Moment, so, das muss man hier deaktivieren und dann ist es ausgeschaltet. Die Verkehrszeichenerkennung ist okay, also oftmals zeigt er 80 Stundenkilometer an oder erkennt halt nur bestimmte Geschwindigkeiten, macht er eigentlich recht genau, andere Schilder erkennt er nicht. Ansonsten haben wir noch den Front-Aufprall-Assistent, also sprich einen Auffahrwarner, den man auch mit der Empfindlichkeit ein bisschen einstellen kann. Zum Glück reagiert er nicht so häufig. Es ist jetzt so eingestellt, dass er wirklich nur, wenn man relativ nah dran fährt, losgeht. Ansonsten haben wir noch ja, so eine Art Müdigkeitswarner, Warnen bei unruhigem Fahren und hier den Anhänger-Modus, Towing-Mode. Hier sehen wir auch immer wieder so einen Wechsel, auch so ein komisches Thema, dass manchmal in verschiedenen Bereichen zwischen Deutsch und Englisch gewechselt wird. Warum das nicht gleich ist, verstehe ich nicht. Also das scheint irgendwo auch systemseitig noch ein bisschen das hin und her zu switchen. Auch hier ein bisschen sprachlich immer schwierig, das Verständnis automatisches Entriegeln. Wenn ich hier draufklicke, dann entriegelt er nur automatisch die Fahrertür, wenn ich es ausmache, macht er alle Türen. Ich weiß nicht, was man sich so in der Verteilung hier gedacht hat. Automatische Türverriegelung ist gemeint, die Verriegelung während dem Losfahren. Das ist wahrscheinlich für die Entriegelung am Stromanschluss, wenn geladen ist. Ja, also das sind alles so einzelne Bereiche, wo man sagt, okay, Potenzial nach oben auf jeden Fall. Auch das mit dem Fernlichtassistent schalten wir oft aus, denn, ja, sage ich gleich noch was, während der Fahrt geht halt manchmal an und aus. Und ansonsten, hier kann man noch das mit dem Hupen, wenn man an der App sucht, mein Auto finden heißt die Funktion, dass dann auch die Hupe geht und die ist natürlich sehr, sehr laut. Wenn man das nicht will, geht man einfach nur auf Blinken, dann hupt das Auto nicht und die Leute außenrum erschrecken. Dann haben wir noch Sicherheit, hier haben wir die Auto-Hold-Funktion, die kann ich aber auch nur verstellen, wenn ich wirklich am Berg gerade stehe. Hier im Stand geht es nicht und ich kann natürlich hier auf Ausschalten gehen. Ja, wir haben ja keinen Schlüssel mehr. Und deswegen ja, müsst ihr halt oftmals dann auch, gerade wenn die Lichter noch an sind, hier auf Ausschalten gehen und dann wird das System ausgeschaltet.
Ja, ich denke, es ist sehr umfangreich, aber ihr könnt euch auch vorstellen, wenn ihr da eine Funktion sucht und ihr seid gerade beim Fahren, dann ist das schon ganz schön ablenkend. Also das ist jetzt nicht unbedingt gerade ein positives, eine positive Sache, denn bestimmte Ausstattungen hat das Fahrzeug sowieso nicht. Ich müsste zum Beispiel auch den Spiegel zum Beispiel an sich selbst runterklappen, weil hier gibt es keinen ablehnbaren Innenspiegel. Auch beim Rückwärtsfahren muss ich viel mehr über die Spiegel gucken. Da bin ich eh schon abgelenkt. Und wenn ich dann gerade auch beim Losfahren bin und muss jedes Mal den Spurhalteassistent ausschalten, weil es halt wirklich schon teilweise hier, ihr habt es ja gesehen, wir haben hier auch immer wieder mal eine Landstraße. Und wenn er dann nur einen Teil von der Spur erkennt, versucht er dann auf die Gegenseite zu lenken, nur weil man ein bisschen zu nah am Rand ist oder auf der Mittelspur. Dieses Ping-Pong-Spiel, also wo es hin und her geht, das möchten wir eigentlich nicht gern haben. Und teilweise, gerade auch an anderer Stelle, macht er Phantombremsungen irgendwie. Also da sollte man auf jeden Fall softwaretechnisch noch arbeiten. Ja, und ansonsten kommen wir noch auch zum sehr wichtigen Punkt, gleich zum Thema Laden hier. Und wir schauen natürlich auch noch mal unter das Fahrzeug jetzt. So, ich bin jetzt hier in der Werkstatt in einer Fahrzeuggrube und über mir ist das Fahrzeug der MG4 und wir schauen uns jetzt mal einfach zusammen mal die Sache von unten an. Wie wir hier schnell sehen, es ist eigentlich alles sauber verkleidet. Allerdings sauber, da habe ich auch einiges entdeckt, was jetzt nicht gravierend natürlich ist. Sonstige Dinge haben wir schon hier auch geschaut. Sieht alles ganz gut aus. Ich drehe aber mal ganz kurz die Kamera, dann seht ihr ein bisschen was auch. Ne, hier sind überall leichte Verformungen. Also hier geht's noch. Das ist jetzt nur ganz leicht. Hier sieht man jetzt auch ein bisschen Wasser, Kondenswasser vielleicht oder Spritzwasser entsprechend. Und ja, ansonsten ist es hier am Unterboden recht gut. Alles abgedämmt. Ja, was ich jetzt auf jeden Fall aber relativ früh bemerkt habe, war beim Räderwechsel, haben wir hier in der Werkstatt auch gesehen. Deswegen darf ich das jetzt nochmal hier auch zeigen. Hier unten drunter ist, also und über der Verkleidung sitzt normal die Drive-Unit, also das heißt die Antriebseinheit und auch das Untersetzungsgetriebe. Hier gab es teilweise auch ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt zwar noch nichts explizit entdeckt, hier gibt es auch natürlich immer irgendwelche Schmierflecken. Hier ist eigentlich also Motor und Getriebe, also das sogenannte Untersetzungsgetriebe. Ihr habt ja ein Eingangssystem und hier drunter ist halt diese Verkleidung, allerdings ist die verformt und das habe ich natürlich auch reklamiert. Ich habe bei MG, bei meinem Agent oder Ansprechpartner, bei meinem Agent das natürlich auch ein bisschen reklamiert natürlich und habe gesagt, ja, warum ist denn da keine Konformität? Er hat das dann geprüft, hat gemerkt, auch bei den eigenen Fahrzeugen im Bestand ist diese Verformung und klärt das natürlich auch mit MG, ob man hier entsprechend nicht was machen kann, weil klar ist natürlich bei höheren Geschwindigkeiten nicht gerade perfekt, weil hier kann ja die Luft zum einen drunter, das verändert auch die Aerodynamik und zum anderen natürlich kann natürlich auch Schmutz oder Wasser hier eindringen und hinten sind zwar Abläufe, man sieht es hier auch. Und deswegen, ich beobachte das natürlich sowieso. Ne? Man sieht hier auch, hier ist eine leichte Wölbung. Also die Verschraubung ist nicht perfekt, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen warten wir jetzt mal ab, was hier MG sagt zu dieser ja nicht konformen Unterbodenverkleidung. So, eine andere Position oder Stelle jetzt hier am Fahrzeug, die mir aufgefallen ist und ich glaube dem einen oder anderen auch schon, wie ich im Netz gesehen habe. Hier hinten ist der Ladedeckel oder Ladeanschluss und hier geht es gar nicht darum, sondern oben hier unten seht ihr das, wenn wir hier in den Radkasten reinleuchten. Hier hinten seht ihr, sind die Hochvoltleitungen vom Anschluss zu finden. Ja, und da denke ich natürlich, ist nicht genau die beste Position, glaube ich, so die Kabel zu verlegen, weil Hochvoltkabel heißt, da fließt relativ viel Strom durch. Das sollte auf jeden Fall von den Wartungen immer geprüft werden, glaube ich. Denn das ist eine Position natürlich, wenn da irgendwelche Gegenstände, die im Radlaufbereich, Steine zum Beispiel, wenn da was hochschlägt oder Äste, wenn man da mal im unwegbaren Gelände ist, dann könnte ich mir
vorstellen, ist es nicht die beste Position und könnte auch hier eine Beschädigung vielleicht mal stattfinden oder stattgefunden haben dann in der Zukunft dann. Ich werde es natürlich beobachten, aber auch das ist natürlich nicht perfekt. Da kann man natürlich nichts machen im Vergleich zur Unterbodenverkleidung. Aber ich wollte es euch einfach mal auch zeigen. Vielleicht, ja, die Werkstätten wissen ja auch, wo sie schauen sollen, aber guckt auch ein bisschen vielleicht mit drauf, dass die das prüfen, dass da auch alle solche, ja, Stellen, die nach außen ja, entsprechend sind, also die nach außen irgendwo offen liegen, gerade solche, ich sage jetzt mal, empfindlichen Stellen, dass man da halt auch guckt, dass da nicht irgendwo mal Beschädigung ist. Ja. So, und jetzt kommen wir doch mal zum Thema Laden. Ja, ob der positiv oder negativ ist, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist klar natürlich, wie die Werksangabe ist. Mit dem DC-Bereich sind wir ja noch vielleicht laut den Angaben ganz gut mit knapp unter 120 kW. Ob das so ist, werden wir gleich sehen. Aber was ein ganz großer Knackpunkt ist, ist auf jeden Fall natürlich, ihr habt AC keine Möglichkeit, 11 kW dreiphasig zu laden. Wie ihr seht, ich lade hier gerade an unserem GoE-Charger und ich drehe jetzt mal die Kamera rum. Wir sind jetzt gerade bei 33% und ich habe hier für 33% eine Restladedauer auf 100% bei 10 Stunden und 50 Minuten. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so? Ich kann euch auch noch natürlich die Anzeige mal hier rein drehen hier. Hier seht ihr, wenn ihr genau schaut, 3 kW. Ich mache gerade mal kurz die Bedienung an. Dann geht unser Display auch in Farbe auch gleich an. Und ihr seht, um die 3 kW. Das liegt einfach daran, dass man 3,5 kW von der Wallbox gerade aktuell nur bekommen. Je nachdem natürlich, wenn noch ich das Gebläse einschalte, machen wir jetzt gerade mal einmal die Taste gedrückt, geht es teilweise sogar richtig runter, weil ich jetzt natürlich auch noch Strom für die Heizung aktuell brauche. Und dann dauert das Ganze noch mal länger. Also selbst hier seht ihr maximaler Ladestrom. Ihr könnt zwischen 6A und 16A hier einstellen. Aber das Ganze liegt definitiv, da habe ich schon mit einigen im Vorfeld ja, diskutiert. Und es liegt tatsächlich, dass ich an der Wallbox das halt angeschlossen habe, an unser netzseitiges System mit 220, 230 Volt. Wenn ihr an einer AC-Station unterwegs seid, dann, die sind meistens über ein Trafo-Häuschen nochmal an 400 Volt angeschlossen, dann bekommt ihr tatsächlich auch mehr Energie ins Fahrzeug rein. Dann ist es etwas überschaubar, aber auch keine 11 kW. Ja, wie gesagt, das ist etwas besser, aber das sehen wir uns jetzt gleich an. Und auch das Laden unterwegs, was ich daraus gefunden habe im DC-Bereich. So, wir sind hier an einer öffentlichen Ladestation. Jetzt sehen wir hier, haben wir tatsächlich die ca. 6,6 kW Ladeleistung. Denn wir werden hier natürlich an einer öffentlichen Ladestation nicht mit 230 Volt, sondern mit 400 Volt versorgt. Dann kann man auch auf der einen Phase des Ladestroms mehr erreichen. Hier können wir dann entsprechend das dann im System sehen, dass natürlich jetzt durch die Heizung und die Akkutemperatur, ich mache mal das Gebläse oder die Heizung komplett aus, das ist ja ganz gut, hier habt ihr eine Taste und dann seht ihr schon, dann geht auch die Ladeleistung hier gleich nochmal eher Richtung 6,6 kW. Das heißt, öffentlich geht es dann schon ein bisschen flotter dann entsprechend, aber ja, flotter ist nur etwas schneller, in etwa die doppelte Ladegeschwindigkeit wie natürlich an der Schuko-Steckdose. So, jetzt schauen wir uns das DC-Laden an. Ich bin hier gerade mit 23% an einer Raststätte angekommen. Ich verlasse das Fahrzeug und gehe an den NBW-Schnelllader. Wir haben hier eine 150 kW Ladestation. So, ich öffne mal den Ladedeckel. Ihr seht schon die Anzeige, ca. 25, maximal 25% werden hier angezeigt. Ich ziehe den Stecker ab von der Station und wir sind auch registriert fürs Autocharge. Sollte das jetzt eigentlich funktionieren? Ich gehe mal an die Station ran und zeige euch das Display. Wir haben hier die Prüfung. Anschluss wird verriegelt am Fahrzeug. Jetzt müssen wir einen kurzen Moment warten. Hoffentlich geht es auch. Wäre natürlich schlecht, wenn es jetzt nicht gehen würde.
weil ich müsste eine kurze Pause machen und denke, das Fahrzeug wäre auch froh über ein bisschen Strom. Gehen also über 100 kW oder was zeigt uns jetzt hier die Station an? Wir müssen einen Moment noch warten. Wird hier gerade kommuniziert und die Ladung beginnt. Hier sehen wir es bei 23%. Die Ladeleistung steigt auf 20, 25, 30 kW, über 40 kW, 50 kW, 55 kW. Wir sind bei 58 kW, 60 kW. So, es ist sehr kalt, 6 Grad. Könnte es sein, dass die Kamera jetzt ein bisschen zittert. So, und jetzt merken wir, es wird langsamer, 63 kW. Normalerweise wären wir bei, ich glaube, 117, 119 kW in der Spitze. Viele größere Akkubesitzer haben hier ja schon teilweise im Ladefenster. Wir gehen hier nochmal drauf. Moment, gehen wir nochmal drauf, so sehen wir es. Haben hier schon teilweise weit über 100 kW gehabt, 140 kW. So, und wir kommen hier nicht mal auf 80 oder 70 kW, wie es aussieht, sondern nur auf 65 kW. Mache hier mal die Ladekurve an. So, ich mache jetzt einen kurzen Cut, mache eine Pause und dann schauen wir uns gleich nochmal die Ladekurve erneut an. So, und nach ca. 14 Minuten, wie wir hier sehen, 14 Minuten sind vergangen, also nicht, ja genau, jetzt sind es 15 Minuten, haben wir immer noch knapp 63 kW. Wie ihr seht, hier ist die Ladekurve, also wir sind nicht über 67 kW gekommen. Das sollte etwas anders da sein, denn das bedeutet natürlich, ich brauche doch wesentlich länger für meinen Schnellladevorgang wie eigentlich gedacht. Tja, dann ist es ja wenigstens ein kleiner Trost, dass man hier in diesem Auto in der Pause auch mal einen Film gucken kann. Immerhin. Ja, das Video ist jetzt soweit auch zu Ende und wir haben jetzt also, ihr habt jetzt ein paar Dinge gesehen vom MG4 Standard. Ja, viele Dinge sind gut, viele natürlich nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt zum Ende des Videos einfach nochmal zusammenfassend an, was ich und meine Frau in den letzten Kilometern so gemerkt haben, was top und was nicht so top war, also was wirklich auch Flop war. Potenzial nach oben hätte es auf jeden Fall. Und schauen wir uns das einfach mal an, einmal hier bei den Tops. Ja, erster Punkt war für uns auf jeden Fall der Preis, der absolut top ist und natürlich die qualitative Verarbeitung, denn auch das kennen wir ja schon von anderen chinesischen Produktionsfahrzeugen, die ist natürlich auf jeden Fall top. Was gerade mir ganz gut gefallen hat, war von außen das tolle Design. Meiner Frau hat es besonders aber auch von innen gefallen. Da sie eigentlich ein SUV-Typ ist, dass auch im Innenraum, trotz schwarzem Himmel, wo sie eigentlich weniger mag, das Auto wirklich bis auf wenige Ausnahmen innen drin wirklich so toll geworden ist, das hätten wir nicht gedacht. Was ihr noch besser gefallen hat, sogar wie mir, war natürlich der gute Platz, also das Konzept einfach im Innenraum, gerade auch im Vor, wenn man mal hinten sitzt, oder auch zum Beispiel der Kofferraum, dass er doch wesentlich größer ist, wie zum Beispiel in einem 208er, in einem E208er. Dann ein anderer wichtiger Punkt war zumindest mal für den Preis die ausreichende Komfortausstattung. Er hat zum Beispiel Einparkhilfe und auch ein paar Fahrassistenzen. Das heißt, auch die umfangreiche Sicherheitsausstattung war ein kleines Argument, sage ich aber auch natürlich noch bei den Flops was dazu. Ansonsten, Fahrzeug ist natürlich auch nicht nur optisch, sondern auch wirklich vom Fahren, vom Motor, vom Fahrwerk wirklich sehr dynamisch. Es ist wirklich einzuschätzen von sportlich, aber auch auf langer Strecke kann man ihn sehr, sehr komfortabel aufgrund
des Fahrwerks fahren. Ja, ansonsten, war auch wichtig irgendwo das Thema Nachhaltigkeit. Es ist ein nachhaltiges Akkusystem mit LFP-Systemen drin. Die sind später theoretisch sogar noch veränderbar und es hat auch eine steuerbare Batterieheizung. Das fand gerade ich natürlich innovativ und auch war für mich in erster Linie mal ein Top. Das bedeutet natürlich auch, aufgrund der Akkukapazität, die hier geschaffen wird, ist auch eine, ja, im Alltag ausreichende Reichweite da und auch das Ladesystem ist hier soweit ganz gut. Ich sage aber auch gleich am Ende nochmal bei den Flops natürlich hier dazu was. Ja, und dann kommen wir noch zum, ja, eigentlich letzten Punkt. Das Fahrzeug ist natürlich auch schon weitergedacht von der Konzeption, auch was Zubehör betrifft. Man kann zum Beispiel, was wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen werden, aber auch was top ist, natürlich Anhängerkupplung und natürlich auch Vehicle to Load. Da werde ich sicherlich separat nochmal ein Video dazu machen. Ja, das war's soweit. Ja, und des Weiteren gibt es natürlich auch nicht so tolle Sachen, also die Flops, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, fangen wir doch mal beim Preis an. Ja, der hat natürlich einen Preisvorteil erzeugt. Trotzdem haben wir schnell Dämpfer bekommen, einmal fast 1000 Euro Transportkosten, was ja noch nachvollziehbar ist. Aber dann nochmal die 1000 Transportkosten, damit man 1500 Euro Preisvorteil hat. Ja, das hat uns ein bisschen weniger gut gefallen, weil sowas kenne ich von anderen Herstellern natürlich auch nicht. Trotzdem haben wir die Kröte geschluckt. Bis auf das Durchführen beim Telefon vorne an der Ablage und meine Frau fragte mich, ja, Haltegriffe an der Decke fehlen. Ich weiß es nicht. Auch das hat uns nicht so gefallen. Bis auf die Sachen war es jetzt eigentlich so vom Äußerlichen und Innerlichen vom Fahrzeug okay. Ausstattungstechnisch natürlich, ja, wir haben kleinen Akku gewählt, heißt aber auch keine zusätzliche Option und eine sehr kleine Ausstattung an sich. Was Komfort betrifft, gerade auch sicherheitstechnisch wie Komfort, Sitzheizung und Rückfahrkamera wäre uns schon recht gewesen, konnten wir aber auch nicht dazu bestellen. Das geht leider nicht. So, Sicherheitsausstattung wurde uns zwar viel angegeben, aber die Bedienung, ganz ehrlich, die lenkt über das Infotainment doch relativ stark ab. Vor allen Dingen, weil wir oft am Licht- und am Lenkassistent das Ganze ausgeschaltet haben, weil es uns sehr, sehr unsicher vorkam. Der Lenkassistent wirkt sehr unsicher, er reißt und auch der Lichtassistent spielt einfach mal blendet die entgegenkommende Leute ab. Ansonsten das Infotainment ist, ja, es hängt halt ab und zu und auch manchmal sind sehr missverständliche so deutsch-englische Übersetzungen. Auch hier könnte man vielleicht mal ein Update machen, dass das bisschen flotter und auch ein bisschen eindeutiger halt für den Fahrer oder die Fahrerin rüberkommt. Es gibt auch eine App, die kann ich aber, obwohl sie sehr umfangreich ist, eigentlich nur im Freien eigentlich nutzen, weil wenn man nicht im mobilen Netz ist, also irgendwo WLAN hat oder so, dann könnt ihr die gar nicht nutzen. Also weiß ich nicht, bringt sie auch relativ wenig, schade, schade. Ja, ansonsten technisch gesehen, es gibt eine Verformung und eine andere Abdeckung und auch ja, so eine freiliegende HV-Verkabelung habe ich ja gezeigt. Schwerer wiegt eigentlich die lange Reklamationszeit, weil das dauert natürlich jetzt, bis die ein bisschen eingespielt sind und bis die auch die Sachen bearbeiten können. Was noch krasser ist natürlich für uns, das Normalladesystem ist sehr langsam. Ich komme zwar mit zurecht, aber da ich viel unterwegs bin, nervt mich natürlich jetzt auch schon immer mehr das viel weniger als angegebene Schnellladesystem, weil ja, die über 110 oder fast 120 kW habe ich noch nicht gesehen. Ja, das Video ist jetzt also soweit durch. Wie gesagt, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, aber gerade auch in den Nachteilen. Ja, ist das Potenzial auf jeden Fall für MG da als Marke, hier noch einfach mal auch durch das Werkstattsystem und auch durch Updates vieles einfach mal zu verbessern. Ich denke, ja, da gibt es viele Ansätze, viele Dinge, die, wie gesagt, relativ einfach wahrscheinlich behoben werden können. Und dann ist das Fahrzeug als Produkt, systemseitig gesehen, wirklich ein ganz, ganz tolles Fahrzeug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, wie ich am Anfang ja schon sagte, ist es jetzt wirklich, ja, im Vergleich zu einem E208 das bessere Fahrzeug momentan noch nicht unbedingt. Aber klar ist natürlich zum einen, der Preis ist natürlich immer noch top. Jetzt sind es natürlich oder ist es natürlich auch am Werkstattsystem.
und am Hersteller, zum Beispiel über die Updates, auch zu schauen, dass die Abläufe passen, dass Updates zur Verfügung gestellt werden, dass bestimmte Mängel, die halt noch bestehen am Fahrzeug und das noch nicht gleichwertig wirklich darstellen lässt, dass man wirklich sagen kann, hier gegenüber den etablierten Autoherstellern und auch Firmen mit Werkstattsystem, dass man hier wirklich noch auch natürlich dranbleibt und Verbesserungspotenzial hat. Und dann kann man es auch wirklich in einen wirklich knallharten Wettbewerb auch zum etablierten Autohersteller mit der jeweiligen Marke. Muss ja nicht Peugeot sein, könnte ja auch ein anderer Hersteller sein, aber da auch wirklich das wirklich wettbewerbsfähig auch und vergleichbar gegenübersteht. Aktuell, wie gesagt, muss ich sagen, wir sind zufrieden und das soll auch so bleiben. Und ich hoffe, euch hat es natürlich auch jetzt vom Video selbst jetzt mal einen Überblick gegeben, wie wir das Ganze persönlich einschätzen. Ich denke, da wird man auch relativ viel finden. Die einen sehen so, die anderen sehen so. Aber ich wollte jetzt einfach deswegen mal meine Erfahrungen der ersten 1500 Kilometern euch rüberbringen. Auch gerade was das Werkstattseitige betrifft, wo ich natürlich schon Kontakt aufgenommen habe mit MG-Agenten, die mich ja auch betreuen, die sagen, okay, da gucken wir jetzt mal, was da noch rauskommt. Wenn es da Verbesserungen gibt, zum Beispiel beim Thema Ladeleistung, wäre ja natürlich ganz, ganz wichtig für uns, dass man hier auch mal sieht, dass wirklich auch die angegebene Ladeleistung im DC-Bereich vor allen Dingen kommt. AC, klar, da wird man wahrscheinlich nicht viel erwarten können, aber gerade DC, das, was versprochen war, sollte natürlich auch auf jeden Fall kommen. Und auch die unpassenden Konformitäten, gerade im Unterboden. Ich hoffe ja, dass nichts mit dem Getriebe, Ölverlust auch noch dazu kommt. Ich beobachte das natürlich, werde ich euch hier natürlich auf meinem Kanal weiter auf dem Laufenden halten. Wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, könnt ihr jetzt dann auch entscheiden, ob es euch den Daumen wert war oder nicht. Ansonsten schaut auch bitte immer regelmäßig bei mir rein. Ihr wisst ja, ihr könnt mich abonnieren, ihr müsst mich nicht abonnieren, aber ihr könnt mich auch abonnieren. Und ich möchte es auch nach wie vor so gut wie möglich werbefrei natürlich auch machen. Und nicht über die Monetarisierung das Ganze machen und einfach auch von meiner privaten Seite zum Thema Auto, Elektro, entsprechend und alles, was da drumherum ist, euch weiterhin immer wieder was präsentieren. Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Ciao, ciao.